Der Industriestrompreis ist keine zielführende Maßnahme. Die meisten Industrieunternehmen benötigen ihn nicht. Außerdem wäre eine selektive Förderung dieser Unternehmen wettbewerbsrechtlich problematisch. Im Vergleich zu 2018 haben sich die Großhandelspreise für Strom im Jahr 2022 verfünffacht. Es wird befürchtet, dass hohe Strompreise einen Wettbewerbsnachteil für besonders energieintensive Unternehmen darstellen, die darauf mit Produktionsverlagerungen ins Ausland reagieren könnten. Das Wirtschaftsministerium hat daher Entlastung für Unternehmen in Form eines Industriestrompreises vorgeschlagen. Und wir zeigen, dass selbst extreme Preissteigerungen von bis zu 18 Cent pro Kilowattstunde nur wenige kleinteilig definierten Branchen sehr betreffen wurden. Etwa die Produktion von Industriegase, die Produktion von Aluminium und die Erstellung anorganischer Chemikalien und Zement. Aber selbst innerhalb dieser kleinteiligen Sektoren sind nur wenige Unternehmen stark von Stromkostenschocks betroffen. Es ist klar, dass die Produktionskosten für einige energieintensive Unternehmen in wenigen eng definierten Branchen sich deutlich erhöht haben. Dennoch sind Sorgen über eine Deindustrialisierung und eine große Abwanderungswelle von Unternehmen ins Ausland nach unserer Untersuchung unbegründet. Das schließt aber nicht aus, dass einige wenige Industrieunternehmen Investitionen ins Ausland verlagern könnten, um Kosten zu verringern. Energieintensive Industrien sind schon jetzt entlastet. Wenn ein Industriestrompreis kommt, werden sie noch on top 30 Milliarden Euro bekommen. Haushalte und Unternehmen anderer Sektoren aber nicht. Und hinzu kommt, dass der Industriestrompreis zu höheren Strompreisen für alle anderen Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher führen könnte, was eine zusätzliche Belastung für diese darstellen würde.